Hallo liebe Gemeinde, ich melde mich heute direkt aus der Münchner Innenstadt, nämlich aus der Paul-Heise-Straße. Who the fuck ist Paul Heise? Dieser Gentleman hier. Es handelt sich um einen Schriftsteller, dem ersten deutschsprachigen Schriftsteller, der 1910 den Literaturnobelpreis für Belletristik bekam. Theodor Mommsen hatte vor ihm schon einen für Geschichtsschreibung abgestaubt, aber Paul hier schrieb tatsächlich Theaterstücke, Romane und vor allem Novellen. Deswegen kommt er auch schon in einem To-Go-Video zur Falken-Novelle von Boccaccio vor. Aber er wird selten gelesen heutzutage, ne? Ist ein bisschen oldschool, das ist auch verständlich, aber die Leute konnten echt schreiben im 19. Jahrhundert und er war total beliebt. Der war so bedeutend wie Goethe, wurde er jedenfalls von Fontane eingeschätzt im 19. Jahrhundert. Deswegen geben wir ihm doch mal eine Chance. Ich werde demnächst mal was von ihm einlesen und womöglich mögt ihr auch mal ein Buch von ihm in die Hand nehmen. Das war's für heute, macht's gut!